Kann dieser Gegenstand hier, den ich in den Händen halte, ein sogenannter Orgonit, kann diese Orgonit-Pyramide die Welt retten? Kann es E-Smog beseitigen und das Energiefeld harmonisieren? Gibt es überhaupt wissenschaftliche Belege oder ist dies nur ein weiteres esoterisches Gadget? Tauche mit mir ein in die faszinierende Welt der Orgonite, entdecke die Ursprünge und wie es das Leben vieler Menschen zum Positiven verändert hat. Schön, dass du da bist. Willkommen zum ultimativen Leitfaden über Orgonit und die Orgonforschung. In diesem Video wirst du alles über die Ursprünge, Wirkweise und Zusammensetzung von Orgoniten erfahren. Wie Orgonite entstanden sind, was sie können und was sie nicht können. Wie Menschen Orgonite nutzen und ihre vielen Fallbeispiele. Wir werden die wissenschaftlichen Hintergründe betrachten, auf das Werk von Wilhelm Reich und seine Entdeckung des Orgon als Lebensenergie eingehen, aber auch die Einwände seiner Kritiker beleuchten. Weiterhin kommen wir zu den verschiedenen Orgonit-Produktkategorien, die es heute gibt, wie man sie anwendet. Dieses Video ist mit Timeline-Markern zu den verschiedenen Kapiteln versehen, falls du zu einem relevanten Punkt springen möchtest oder du schaust dir das Video einfach von vorne bis hinten an. Es kann auf jeden Fall losgehen. Lasse gerne ein Like da und folge unserem Channel, wenn du mehr über die faszinierende Welt der Orgonite und die feinstofflichen Energien wissen willst. Mein Name ist Oliver Oss. Ich bin der Begründer von Oss Orgonite. Seit über 13 Jahren beschäftige ich mich schon mit Orgon und Orgoniten. Mit Oss Orgonite haben wir schon über 40.000 Kunden glücklich gemacht und ihr Leben mit wundervollen Orgoniten auf verschiedene Arten bereichern können. Ständiges Kundenfeedback und der Drang zur Verbesserung haben dazu geführt, dass wir die Kunst und die Wissenschaft der Orgonit-Herstellung ständig verfeinert haben. In diesem Video werde ich dir mein gesamtes Wissen über Orgon und Orgonite darlegen und zudem aus meiner reichhaltigen Erfahrung mit Kunden berichten, wie Orgonite das Leben von uns allen besser machen können. Aber zuerst möchte ich dir von meinem Werdegang und Hintergrund erzählen und wie ich dazu gekommen bin, mich mit Orgoniten zu beschäftigen. Zu meinen frühen Kindheitserinnerungen zählt, wie mein Vater auf dem Balkon unseres Hauses einen sogenannten Orgon-Akkumulator aufbaute. Ich kann mich noch sehr gut an diese ominöse Holzkiste in der Größe eines Dixies-Klos erinnern. Im Inneren war sie mit Metallplatten ausgekleidet. Ich fragte meinen Vater, was es damit auf sich hatte, und er antwortete mir: "Du kannst damit Orgon aufladen." "Was ist das?", entgegnete ich zu ihm aufblickend. "Das ist Heilung", sagte er. Als ich mich mit seiner Erlaubnis hineinsetzte und er die dicke Tür schloss, spürte ich ein angenehmes Gefühl. Es war ein seltsames, doch wohltuendes Kribbeln in meinem Körper. Ein subtiles Gefühl ergriff mich. Es war, als spürte ich eine Präsenz, ein Flimmern in der Luft. Intuitiv wusste ich, dass hier etwas mehr im Gange war, als es auf den ersten Blick den Anschein machte. Mit meinem damals kindlichen Verstand konnte ich natürlich das Ganze nicht in Worte fassen. Doch ich war von der ersten Stunde an überzeugt, dass sowas wie Orgon existiert. Und bis heute gibt es keinen Zweifel daran für mich. Im Verlauf meiner Jugend kam ich immer wieder in Kontakt mit Wilhelm Reich und seinen Gedankengut. In meinen Teenagerjahren begann ich schließlich selbst Orgon-Akkumulatoren zu bauen. Ich entfernte mich jedoch für ein paar Jahre von diesem Thema, als ich mich meinem Musikstudium widmete. Eines Tages holte mich das Schicksal ein und ich stieß zufällig auf das Thema Orgonit. Sofort war ich fasziniert, als ich von diesen neuen Orgonit-Technologie erfuhr. Denn der klare Vorteil der Orgonite gegenüber den Orgon-Akkumulatoren war, dass sie klein, transportabel, leicht herzustellen und preiswert waren. Inspiriert von diesen Möglichkeiten baute ich meine ersten Orgonite. Die ersten paar Jahre experimentierte ich und verbesserte ständig meine Fertigkeiten. Schließlich verkaufte ich meine Orgonite an die ersten Interessenten und darauf war bald auch schon die Firma Oss Orgonite gegründet. Ich mache dies nun schon seit mehr als 12 Jahren und habe schon 10.000 Kunden mit unseren Orgoniten glücklich machen können. Aber was ist eigentlich ein Orgonit überhaupt? Gut, dass du fragst, denn genau das werde ich hier im Detail beantworten. Der Begriff des Orgoniten geht auf den Forscher Don Croft zurück, der in den 90er Jahren diesen Begriff für seine Kreation prägte. Der Orgonit ist eine Weiterführung des Gedankenguts von Wilhelm Reich. Reich stieß bei seiner Entdeckung des Orgon, was er in seinen Büchern Orgon 1 und Orgon 2 festhielt, auf gewisse Eigenheiten der Orgonenergie. Er fand heraus, dass gewisse Materialien verschiedenartig mit Orgonenergie interagieren. So konnte er durch Experimente feststellen, dass nicht leitende organische Verbindungen dazu tendieren, Orgon anzuziehen. Metalle und andere leitende Verbindungen haben hingegen die Eigenschaft, Orgon abzustrahlen.
Diesen Umstand machte sich Reich bei seiner Erfindung des Ogon-Akkumulator zunutze, indem er Leiter und Nichtleiter wie zum Beispiel Eisenwolle und Hanf schichtete, konnte er die Flussrichtung des Ogons lenken. Je nachdem, welche Art von Schicht zuletzt aufgetragen wird, entscheidet sich, ob die Energie angesammelt oder abgegeben wird. Im Prinzip ist der Ogon-Akkumulator eine Box mit einer Innenfläche aus Blech, die Ogon von den äußeren Schichten in der Box leitet. Probanden, die sich längere Zeit im Ogon-Akkumulator aufhielten, berichten von Gefühlen der Euphorie und Ekstase. In den Aufzeichnungen von Wilhelm Reich wurde sogar davon berichtet, dass manche Probanden Orgasmen erleben. Als sie später in die Öffentlichkeit kam, gab es einen regelrechten Skandal in den prüden 50er Jahren der USA und Reich wurde als Spinner mit seinen Sexboxen verunglimpft. Später bekam Reich dann noch viele andere Probleme, vor allem mit der CIA, die auf ihn aufmerksam geworden war. Er wurde schließlich verhaftet und verstarb unter ungeklärten Umständen im Gefängnis. Es gab jedoch ein großes Problem mit den Ogon-Akkumulatoren von Wilhelm Reich, dessen sich Reich wahrscheinlich auch bewusst war, nämlich dass der Akkumulator nicht nur Ogon, sondern auch DOR anzieht. DOR ist die Kurzform für Deadly Organ Radiation. Ursprünglich entwickelte er den Begriff Orgon als eine universelle Lebensenergie, die in allen vorhanden ist. Später erweiterte er seine Theorie um die Idee von positiver, also POR, und negativer DOR-Ogon-Energie. Reich beobachtete, dass in bestimmten Umgebungen, insbesondere in urbanen und industriellen Gebieten, eine Art von Energie vorhanden war, die er als schädlich für das Leben identifizierte. Diese Energie, die er DOR nannte, schien die natürliche Fließenenergie des Orgon zu blockieren oder zu stören, was zu verschiedenen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden führte. Vor allem in menschlichen Ballungszentren entdeckte Reich eine hohe Konzentration von DOR. Das Problem war, dass die Ogon-Akkumulatoren auch den Probanden DOR zuführten. Ein Problem, das Reich seit seines Lebens nicht mehr lösen würde. Was genau an DOR so problematisch ist, werde ich in einem anderen Video klären, denn es würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Aber lass mich so viel sagen, dass ein Überfluss an DOR-Energie sich negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden auswirkt. Aber machen wir einen Zeitsprung von 40 Jahren und kommen wir zu den Amerikaner Don Croft. Croft war insbesondere von Reichs Idee fasziniert, dass das Blockieren oder Stören der natürlichen Ogon-Energie zu negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden führen kann. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse begann Croft damit, Materialien zu erforschen und zu kombinieren, die er für die Umwandlung von negativer, also DOR, in positive POR-Energie geeignet hielt. Er experimentierte mit verschiedenen Materialien wie Harz, Metallen, Edelsteinen und formte sie zu Pyramiden oder anderen Formen. Diese Gegenstände, die er als Ogonit bezeichnete, waren in der Lage, DOR in positive Energie umzuwandeln. Diese einfache, doch effektive Methode, Energien zu transformieren, faszinierte mich. Mit der Erfindung des Ogoniten war ein großes Problem gelöst, das Wilhelm Reichs Geräte plagten. Erstens sind Ogonite viel leichter herzustellen, zu transportieren und viel leichter einzusetzen als ein sperriger und teurer Ogon-Akkumulator. Ogonite sind ein Produkt für jedermann und können gezielt dort eingesetzt werden, wo negative Energien in Wohnstätten oder Arbeitsplätzen überwiegen. Und zweitens, was noch viel wichtiger ist, Ogonite sammeln kein DOR mehr, wie es die ersten Erfindungen von Wilhelm Reich taten. Durch die Hinzugabe von Heiledelsteinen wird die einfließende Ogonenergie in Resonanz zu der Eigenfrequenz der Edelsteine gebracht. Auf diese Weise kann das einströmende DOR wiederbelebt und in nützliches Ogon umgewandelt werden. Vermutlich war sich Don Croft der Tragweite seiner Erfindung nicht bewusst. Die einfache Bauweise und die Verfügbarkeit der Materialien führten schnell dazu, dass der Ogonit in grenzwissenschaftlichen Kreisen eine große Verbreitung fand. Wie aber wirkt Ogonit überhaupt und wie kann es uns helfen? Die Frage drängt sich auf, wie Ogonite überhaupt funktionieren und warum sie vor allem heutzutage so wichtig sind. Dazu müssen wir einen erneuten Blick auf Wilhelm Reich und seine Erkenntnisse der Ogon-Forschung werfen. Wilhelm Reich ist eine kontroverse Figur und ist bis heute nicht in der Welt der Wissenschaft anerkannt. Die Kritik an seinem Werk ist, dass wir keine Experimente nach strengen wissenschaftlichen Maßstäben haben, die die Existenz von Ogon beweisen können. Nach der heutigen Sicht der Wissenschaft werden die Forschungen von Reich nicht anerkannt. Reich beobachtete verschiedene physische und psychische Effekte bei Patienten, die den Ogon-Akkumulatoren ausgesetzt waren. Diese Effekte reichten von einer verbesserten Stimmung bis zur körperlichen Heilung. Er führte Experimente durch, bei denen er behauptete, mikroskopisch kleine Energieblasen, die er Bionen nannte, in sterilen Präparaten gefunden zu haben. Er glaubte,
Diese Bionen seien Beweis für die Orgonenergie. Auch das Oranur-Experiment, bei dem Reich radioaktives Material in den Orgon-Akkumulator einsetzte, zeigte auf, dass es eine profunde negative Wirkung auf alle Anwesenden hatte. Zwar sind diese Erlebnisse subjektiver Natur und streng wissenschaftlich nicht nachprüfbar, doch bedeutet dies nicht, dass die Wirkung von Orgon nicht echt oder gar eingebildet ist. Zudem zeichnete Wilhelm Reich seine Experimente über Orgon auf, indem er versuchte, sie nachzuweisen, wie in Orgon 1 und Orgon 2 geschildert wird. Warum es aber so schwer ist, die Existenz von Orgon zu beweisen? Dazu habe ich drei Thesen. Erstens, die Welt der Wissenschaft ist noch nicht bereit für ein Weltbild, das feinstoffliche Energien beinhaltet. Die heutige Wissenschaft ist schon sehr weit gekommen, doch haben Wissenschaftler eine ultramaterialistische Einstellung eingenommen. Wir haben die Existenz von übernatürlichen Kräften aus unserem Denken verbannt und konzentrieren uns nur auf die Materie bzw. das, was wir messen können. Ähnlich wie damals Einstein versuchte, dem Status quo die Relativität von Raum und Zeit klarzumachen und dabei seine Schwierigkeiten hatte, Gehör zu finden, ist es heutzutage schwierig, das momentane Weltbild zu verändern und eine Existenz der Übernatürlichkeit einzuräumen. Zudem sind Wissenschaftler auch nur Menschen und auch wenn sie sich gern als objektiv und rational sehen, sind sie genauso wie andere Menschen auch mit Vorurteilen behaftet und voreingenommen, sodass sie sich mit solchen Themen erst gar nicht beschäftigen und der Orgonforschung keine Chance geben. Zweitens, stell dir vor, du versuchst Pac-Man zu beweisen, dass es eine dritte Dimension gibt, von der Pac-Man zwar Teil ist, sie aber nicht wahrnehmen oder messen kann. Hört sich ziemlich unmöglich an, nicht wahr? So ähnlich verhält es sich, wenn man versucht, über feinstoffliche Energien zu forschen. Wir können sie nicht wahrnehmen, wir können sie nicht mit unserer bekannten Technik messen. Wir können nur sehen, welche Auswirkungen sie auf uns haben. Wilhelm Reich versuchte, die Existenz von etwas zu beweisen, das sich nicht mit unseren Begriffen erklären lässt. Schon allein der Versuch verdient Anerkennung. Und schließlich drittens, eine subjektive Wirkung ist nichtsdestotrotz eine Wirkung. Und ich finde, die Orgonforschung verdient eine zweite Chance und eine nähere Betrachtung von der wissenschaftlichen Welt. Denn wir haben heute neue und genauere Messmethoden, die eine medizinische Wirkung von Orgon auf den Körper beweisen können. Leider ist dieses Thema sehr stigmatisiert und kein Wissenschaftler, dessen Ruf ihm lieb ist, wird sich an dieses Thema heranwagen. Zudem fand in den 50er Jahren eine regelrechte Hexenjagd gegen Reich statt und seine Gerätschaften sowie Forschungsarbeiten wurden zerstört und sogar in den USA bis heute verboten. Fakt bleibt jedoch, dass Wilhelm Reich mit seiner Orgonforschung Hunderten von Menschen helfen konnte und sie erfolgreich therapieren konnte. Kommen wir zum Orgoniten zurück. Als Dornkopf den Orgoniten erfand, griff er dabei auf Erfahrungen mit der Heilstandkunde und anderen spirituellen Wissen zurück. Durch subjektive Eindrücke und anhand dessen, was er bei Mitmenschen erlebte, die mit Orgoniten Kontakt hatten, konnte er ableiten, dass Orgonite eine positive Energie ausstrahlen. Es gibt aber auch verschiedene Experimente, mit denen man eine indirekte Wirkung des Orgoniten aufzeigen kann. Zum einen wäre da das Experiment mit dem Orgoniten im gefrorenen Wasser. Man nimmt ein Gefäß mit Wasser, legt einen Orgoniten hinein und friert das anschließend im Kühlfach ein. Im eingefrorenen Zustand kann man eine seltsame Struktur im Wasser erkennen. Es entsteht ein Wirbel, der vom Orgonit ausgeht und bis zur Oberfläche des Wassers reicht. Ein weiterer Hinweis ist die Tatsache, dass man Orgonite in den Kühlschrank neben frischen Lebensmitteln legen kann und diese halten dann deutlich länger. Ich wollte selbst wissen, welche Auswirkungen Orgonite auf Wasser haben und habe einen Wasserkristalltest nach Masuro Emoto bei dem Schweizer Ernst Braun in Auftrag gegeben. Der Versuch bestand aus einem Vergleichstest zwischen einer Wasserprobe, die mit den Handystrahlen bestrahlt wurde, und einer Probe, die ebenfalls Handystrahlen ausgesetzt wurde, jedoch mit einem Prana-Kristall Orgonit daneben. Dabei kam heraus, dass die Probe, die schutzlos der Strahlung ausgesetzt war, eine deformierte Kristallstruktur bildete. Die andere Probe hingegen bildete einen stabilen, schönen, hexagonalen Wasserkristall. Bei diesen Tests wurde Wasser neben einem Handy und einem Orgoniten platziert und für 3 Minuten bestrahlt. Normalerweise kann bestrahltes Wasser keine Kristallstrukturen bilden, aber durch die Anwesenheit des Orgoniten bildete sich ein hexagonaler Kristall, was auf eine Transformation des vom Handystrahlen erzeugten Dor schließen lässt. Das Übermaß an Dor in der Welt. Bevor wir zu den einzelnen Anwendungsbeispielen und Produkten von Orgoniten kommen, muss ich den Elefanten im Raum ansprechen. Wieso brauchen wir das überhaupt? Wieso brauchen wir Orgonite? Was muss überhaupt harmonisiert werden? Kommen wir nicht einfach ohne zurecht? Die kurze Antwort lautet, wir kommen auch ohne zurecht, klar. Lebende Organismen haben die Fähigkeit, bis zu einem gewissen Grad übermäßige Dorstrahlung zu kompensieren. Doch Orgonite können uns helfen und unser Wohlbefinden erhöhen. Natürlich braucht man sie per se nicht, aber genauso gut könnte man argumentieren,
dass man Katalysatoren am Auspuff von Autos nicht braucht. Doch sind sie extrem hilfreich, die Luft sauber zu halten und einen Großteil der Schadstoffe der Abgase zu binden. Ein gewisser Anteil an DOR in der Natur ist immer vorhanden. DOR und POR sind Teil eines energetischen Kreislaufes aus der Erde. So wie Tod und Leben ein Teil des Kreislaufes der Natur sind. DOR hat dieselbe Eigenschaften wie POR, nur dass es schädlich für Organismen sein kann, wenn es im Übermaß vorhanden ist. Aber, und jetzt kommt hier das große Aber, dieses energetische Gleichgewicht wurde und wird von Menschenhand gestört. Hierzu gibt es mehrere Faktoren, die dieses Ungleichgewicht erschaffen. Zum einen kann der technologische Fortschritt der letzten zwei Jahrhunderte für eine erhöhte Produktion von DOR verantwortlich gemacht werden. Reich fand in seinem Ohr-Nur-Experiment schmerzlich heraus, dass radioaktive Strahlung DOR erzeugt und Atomkraftwerke sind regelrechte DOR-Fabriken. Das ist eine übersehene Gefahr der Atomkraft, über die niemand spricht. Auch Funkstrahlung und WLAN sind Quellen von DOR. Je mehr die Technosphäre wächst, desto mehr DOR werden wir in unserem Umfeld haben. Warum dies so ist, ist noch nicht geklärt. Ich vermute, dass die Strahlung der Telekommunikationsgeräte aggressive Wellen erzeugt, die sich destruktiv auf das Ozon auswirken. Symptome einer DOR-Überdosis gehen von Kopfschmerzen, Erschöpfung, Müdigkeit, Überreiztheit bis zu Burnout und Schlaflosigkeit. Kann sogar in schlimmen Fällen Krebs verursachen. Viele dieser Symptome sind in unserer heutigen Gesellschaft so stark verbreitet, dass wir sie schon als Normalzustand angenommen haben und es auf Stress und Überarbeitung oder schlechte Ernährung schieben. Wer aber kennt dieses Gefühl der Erschöpfung, wenn man den ganzen Tag in einem leblosen, mit Funkstrahlung und künstlichem Licht überfluteten Großbüro verbringen muss? Dieses Gefühl der Ausgelaugtheit, das man danach hat, kann darauf zurückgeführt werden, dass man einer zu großen Strahlung von DOR ausgesetzt ist. Unser Körper, das Ergebnis einer Million Jahre langen Anpassung an die natürliche Umgebung, sind einfach nicht daran gewohnt, eine derartige hohe DOR-Konzentration auszuhalten. Die Vergiftung mit DOR-Strahlung unserer Umwelt ist eine unsichtbare und unausgesprochene Tragödie unserer modernen Zeit. Ich hoffe, dass wir in einer Zukunft leben werden, in der wir uns dieser Gefahr bewusst werden und anfangen, Technologien zu entwickeln, die im Einklang mit der Natur und dessen Wesen sind. Ein weiterer Aspekt, der DOR begünstigt und den ich hier aber nur kurz anschneiden möchte, ist, dass wir selbst Ozongeneratoren sind und unter ungünstigen Bedingungen auch DOR produzieren können. Reich entdeckte, dass die Ozonstrahlung essentiell für organische Vorgänge ist und nannte sie deshalb auch Lebensenergie. Wir als lebendige Geschöpfe sind ständig von Ozon umgeben und durchströmt. Jedoch können wir unter bestimmten Bedingungen selbst zu Generatoren von DOR werden. Dies geschieht, wenn wir sehr auf negative Emotionen und Gedanken wie Hass, Angst und Wut eingestimmt sind. Übernehmen solche Gefühle in unserem Leben Überhand, erzeugen wir negative Verkehr. Dies hat mit destruktiven Frequenzen zu tun, die wir von unserem Gehirn aussenden. Die Produktion von DOR ist auch der Grund, warum es Fälle gibt, in denen Menschen vor Angst sterben. Die massive Konzentration von DOR erlaubt es dem Körper nicht mehr, seine Funktionen richtig auszuüben. Wenn man sich mit diesem Wissen die heutige Welt ansieht, wird einem schnell klar, woher die meisten mentalen und psychischen Erkrankungen kommen. Deshalb ist die Ozon-Technologie heute so extrem wichtig und wird zukunftsweisend sein, wenn wir sie verantwortungsbewusst anwenden. Die Welt ist erkrankt und sie will geheilt werden. Ozonit ist ein Weg, der die Menschheit und die Welt in eine positive Richtung steuern kann. Schauen wir uns an, welche Arten von Ozoniten es gibt und wie sinnvoll sie eingesetzt werden können. Wenn man an Ozonit denkt, kommt als erstes das Bild einer Pyramide oder eines Kegels vor Augen. Diese Art von Ozonit sind als kleine und handliche Raumharmonisierer gedacht. Sie kommen meistens in Form einer Pyramide daher und auch aus gutem Grund. Die Pyramidenform hilft, die Energien des Ozoniten besser zu strukturieren. Wir benutzten die Proportion der Cheops-Pyramide bei unserem Bau der Prana-Kristalle. Die Cheops-Pyramide ist für ihre heilige Geometrie bekannt und es wird vermutet, dass die Pyramide auf dem Gizeh-Plateau keine Grabstätte war, sondern Kraftwerke, die in der Lage waren, Elektrizität zu erzeugen. Prana-Kristalle kommen in verschiedenen Farben und Edelsteinkombinationen. Je nach Farbe und Zusammensetzung der Edelsteine rufen die Prana-Kristalle verschiedene Charaktereigenschaften hervor. So steht beispielsweise der Prana-Kristall-Harmonie mit der Edelsteinkombination aus Peridot, Malachit und Aventurin für innere Ruhe und Gelassenheit. Prana-Kristall-Matrix hingegen mit schwarzen Turmalinen, Hämatit, Onyx und Buntkupfer als Hauptstein steht für Schutz vor negativen Gedanken und Fremdenergien. Auf diese Weise kann jeder
einen Prana-Kristall finden, der auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die Heilsteine in dem Prana-Kristall werden durch die Ogonit-Technologie vermehrt zum Schwingen gebracht und entsprechend wird ihre Wirkung verstärkt. Prana-Kristalle werden idealerweise dort aufgestellt, wo wir vermehrt Strahlungsquellen vorfinden. Der WLAN-Router in deiner Wohnung, auf deinem Schreibtisch, im Großraumbüro, aber auch neben deinem Bett auf deinem Nachttisch sind gute Orte, um deinen Prana-Kristall aufzustellen. Wir haben tausende von Kundenrezensionen in den letzten Jahren von unseren Kunden erhalten, die bestätigen, wie Prana-Kristalle ihr Leben zum Positiven verändert haben. Aber mehr noch dazu später. Als nächstes gibt es die Kategorie der Ogonit-Anhänger. Ogonit-Anhänger sind ein extrem praktischer Weg, deine Aura vor negativen Einflüssen zu schützen. Unsere Prana-Tropfen beinhalten alle 7 Grundedelsteine, also Rosenquarz, Hämatit, schwarzer Turmalin, Schongit, Amethyst, Bergkristall und Pyrit. Und gewährleisten dadurch einen wirksamen Schutz für deine Aura. Dadurch, dass Prana-Tropfen kleine Orgonkraftwerke sind, versorgen sie deine Aura mit der nötigen Energie, um gegen negative Einflüsse besser gewappnet zu sein. Wie bei unseren Prana-Kristallen bringen Farbe und Edelsteinkombinationen unterschiedliche Eigenschaften der Prana-Tropfen hervor. Prana-Tropfen kann man den ganzen Tag übertragen. Ogonit-Anhänger sind vor allem dann zu empfehlen, wenn man einen Besuch in der Stadt plant, sich während des Alltags häufig mit Stress plagt oder sich unwohl in großen Menschenmengen fühlt. Auch wenn man während der Arbeitszeit häufig am Computer sitzt und einem eine Pyramide unpassend erscheint, lohnt es sich, einen Anhänger zu tragen. Ganz besonders empfehlen wir sensiblen Menschen mit einem Gespür für Fremdenergien, die positiven Eigenschaften der Prana-Tropfen sich zunutze zu machen. Die letzte Produktkategorie, über die ich reden möchte, sind die Chembuster. Um auch für die Umwelt speziell, aber auch für die Natur und ihre Bewohner etwas zu tun, haben sich vor etlichen Jahren die Chembuster entwickelt. Aus dem von Wilhelm Reich entwickelten Cloudbuster, auch Towerbuster oder Akasha-Säule von uns genannt, ist dieser ein Umweltharmonisierer, der mit seiner großen Reichweite bis in die Atmosphäre hineinwirkt und allerlei unnatürliche Wetterphänomene wie Chemtrails harmonisieren kann, was viele positive Effekte auf Mensch und Natur zur Folge hat. Die Akasha-Säule ist zudem auch in der Lage, durch die Aktivierung der Akasha-Feldes weitere Programme zu aktivieren und eine Brücke zwischen Himmel und Erde darzustellen. Der Chembuster oder die von uns weiterentwickelte Variante, die Akasha-Säule, werden vorzugsweise im Garten aufgestellt, wo die harmonisierenden Effekte auf den Himmel beobachtet werden können. Viele unserer Kunden schwören jedoch darauf, die Akasha-Säule im Haus aufzustellen, da sie dort ähnliche, jedoch verstärkte Effekte wie die eines Ogoniten bewirkt, wobei die transformierende Wirkung auf den Himmel dabei nicht gemindert wird. Wie pflege ich meinen Ogoniten? Die meisten Ogoniten werden laut verschiedenen Quellen am besten durch fließendes Wasser gereinigt. Auch ein Sonnenbad unter freiem Himmel oder das Entladen auf Hämatitsteinchen, wie auch im Tiefkühlschrank, sind Arten und Weisen, wie man Ogonite, aber auch Heilsteine reinigen kann. Ogonite müssen nicht mehr als normale Wohngegenstände gereinigt werden. Sie hin und wieder von Staub zu befreien, reicht völlig aus. Beachten sollte man jedoch, dass ein Ogonit keine großen Temperaturschwankungen unterliegen sollte, da es sonst zu Rissen in der Oberfläche kommen kann. Ein Ogonit sollte daher nicht den Winter über draußen gelassen werden, es sei denn, dass dies ausdrücklich vom Hersteller für den Außenbereich bestimmt ist. Seit der Gründung meiner Firma Osorganite konnte ich mit zahlreichen Kunden sprechen. Wir haben jede Menge Feedback zu unseren Ogoniten erhalten. Seit mehr als 12 Jahren höre ich immer wieder Geschichten und Erlebnisse, die mit Ogoniten zu tun haben. Das positive Feedback gibt mir auch immer wieder Motivation und Bestätigung, dass das, was wir tun, ein wertvoller Beitrag für die Gesellschaft ist und vielen Menschen ihr Leben hilft. Erst vor ein paar Tagen rief mich eine Kundin an, die zurzeit mit Krebs zu kämpfen hat. Wie man sich vorstellen kann, ist eine Krebserkrankung auch eine enorme emotionale und seelische Belastung. Sie hatte sich den Prana-Tropfen Raphael bestellt. Sie erzählte mir, dass sie gar nicht damit gerechnet hatte, dass dieser Prana-Tropfen so eine große Wirkung hatte. Doch als sie ihn dann anlegte, habe sie eine unglaublich starke Energie verspürt, die ihr Wohlbefinden erheblich steigerte. Sie war enorm dankbar und teilte uns dies mit. Solche Geschichten höre ich immer und immer wieder von Kunden, die von dem Prana-Tropfen begeistert sind und nicht erwarten, dass sie so eine starke Energie haben. Manche der Kundenerfahrungen überraschen selbst mich, weil sie unerwartete Wendungen haben. Beispielsweise erzählte ein Kunde von einem streitlustigen und lauten Nachbar, die ihn mit ihren Zankereien fast in den Wahnsinn trieben. Er kaufte ein paar Prana-Kristalle bei uns ein. Nachdem er sie aufgestellt hatte, bemerkte er, wie sich innerhalb von ein paar Tagen die Stimmung im Wohnhaus änderte. Vor allem seine Nachbarn waren auf einmal ruhiger und sogar nett hin und wieder.
Sie stritten sich weniger und das Leben war harmonischer. Solche und ähnliche Berichte höre ich immer wieder, wenn Kunden uns anrufen und erzählen, wie sehr und oft zu ihrer eigenen Überraschung Ogonite ihr Leben verändert haben. Ich habe noch hunderte solcher Geschichten, die ich mit dir teilen könnte. Allgemein lässt sich sagen, dass Ogonite schon vielen Menschen helfen konnte. Ogonite verbreitet eine positive, lichtvolle und harmonische Energie. Wir leben in einer zunehmend von sich selbst eingenommenen, technisierten und isolierten Welt und vor allem die Schwächsten in der Gesellschaft, aber auch die Verletzten, die vom Schicksal Geschlagenen, brauchen Hilfe, die sie oft nicht von ihren Mitmenschen bekommen. Ogonite sind wunderbare Hilfsmittel, um das Leben ein wenig angenehmer, ein wenig lichtvoller zu machen. Ogonite können bei weitem nicht alle unsere Probleme beseitigen, doch sind sie ein Hilfsmittel, das schon vielen Menschen wieder auf die Beine geholfen hat und in der Zukunft noch sicher vielen weiteren Menschen helfen wird. Mir war es ein großes persönliches Anliegen, dieses Video zu machen und das Thema Ogonite dir näher zu bringen. Ich bin mit Leidenschaft seit Jahren dabei und ich glaube inzwischen daran, wie wichtig Ogonite heutzutage sind und welches Potenzial sie haben, Mensch und Erde zu heilen. Ogonite bleiben eine faszinierende und vielseitige Methode, um positive Energie in dein Leben zu bringen. Durch die Kombination von Harz, Metallen und Edelsteinen kann aus etwas Simplen etwas Wunderbares gemacht werden. Eine Technologie genutzt werden, die leider schon seit über 80 Jahren von den USA-Regierungen verboten wird. Obwohl ein Großteil der wissenschaftlichen Gemeinschaft Wilhelm-Reichs-Forschung nicht anerkennt, bin ich mir sicher, dass unser Weltbild sich nach und nach ändern wird und dass wir in einer großen Zeitenwende stecken, einen großen Paradigmen-Shift erleben werden, indem wir das Übernatürliche, die Energie, Lebensenergie anerkennen werden und sogar beginnen werden, sie zu nutzen. In dem Sinn bleibe ich positiv und optimistisch, dass wir uns als Menschheit ständig verbessern und ständig neue Wege suchen, ein besseres Leben und vor allem ein harmonischeres Leben für die Erde und für alle Mitmenschen zu schaffen. Wenn du mehr Fragen oder sogar Interesse an unseren wunderschönen Ogoniten hast, schau mal auf unsere Webseite os-organite.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.